Hallo Freunde, heute wollen wir zusammen schauen, in welchen Fällen zeigt denn das Lidl bzw. Aldi-Ladegerät 0 an. Ich habe zwar dazu schon mal ein Video gemacht, aber das ist doch schon recht lang und deswegen wollte ich noch mal so ein kurzes Video machen, damit man die Infos direkt bekommt. Warum mache ich das Video? Ich wurde mehrmals schon angeschrieben und den Zuschauern ist das auch gefallen. Und da war die Bitte, oder es waren die Fragen halt da und die möchte ich auch nochmal beantworten. Es ist nochmal was Neues dazugekommen. Also Punkt A, wie man deutlich sehen kann, ist nichts angeschlossen. Die beiden Klemmen liegen daneben. Das heißt, das Gerät weiß gar nicht, wie viel Volt anliegen, beziehungsweise es liegt nichts an, dann zeigt es 0,0 an. Zweiter Fall, wir haben eine 12 Volt Batterie, also ganz normale Autobatterie, und wir haben aus Versehen schwarz an Plus gemacht, also Minus an Plus gemacht und Rot an Minus gemacht, ja, also man kann es jetzt auch auf der Batterie sehr deutlich sehen. Also an sich ist das hier Plus, das ist Minus und wir haben das genau verwechselt. So, in dem Fall, ja, kann das Ladegerät auch nichts messen und zeigt genauso 0,0 an. Also da wird auch nichts passieren, egal was man macht, es wird nichts laden. Wir können das einmal probieren, spaßeshalber. Weil man deutlich sehen kann, da passiert gar nichts. Es passiert gar nichts, weil das Gerät direkt erkennt, oh, da stimmt was nicht, da ist irgendwas vertauscht worden. Ich muss aufpassen. Ja, und dritter Fall, in dem das Gerät 0,0 anzeigt, das hat wohl die Zuschauerin selbst herausgefunden, ist, wenn da ein Akku angeklemmt ist, der weniger als 6 Volt hat. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, leider habe ich so einen Akku auch nicht da. Aber normalerweise müsste es wenigstens, also selbst wenn es nicht lädt, müsste es wenigstens die Voltzeit anzeigen, die der Akku hatte. Sei denn der Akku ist komplett platt und da liegt nichts an. Weil normalerweise zeigt das Gerät die Voltzeit schon an. Aber gut, also die Aussage des Zuschauers war, oder der Zuschauerin war, dass es daran liegt, dass es unter 6 Volt sind und deswegen zeigt er da nichts an. Muss ich jetzt einfach mal so glauben, möchte ich jetzt auch nicht gegenprüfen. Ganz klar ist, auf der Verpackung steht auch, das Gerät ist für 12 und 6 Volt Batterien. Ne, also nichts darüber und nichts darunter. Von daher könnte es vielleicht sogar sein. Gut, das sind die drei Fälle, die ich kenne, in denen das Gerät 0,0 anzeigt. Von meiner Seite war es das. Ich hoffe, ich konnte damit den einen oder anderen weiterhelfen. Wie gesagt, in meinen Augen ein sehr gutes Gerät, also wirklich intelligent genug, um zu erkennen, was Sache ist. Intelligent genug, um zu erkennen, wenn ja, die Pole vertauscht worden sind, ist da wirklich nichts passiert, dass das Gerät nicht anfängt, auf einmal falsch umzuladen oder wie auch immer. Also von daher, ja doch, ist zu gebrauchen. Ja, wie gesagt, von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Achso, danke für die Abos und danke für die Likes. Ja, einen Fall habe ich gerade noch selbst aus Versehen entdeckt. Mein eigenes Versehen. Und zwar ist hier noch eine Schutzkappe drauf. Ja, auf den Minuspol, auf den Pluspol keine Schutzkappe und auch da zeigt er 0 an, verständlicherweise. Es ist ja so, als ob die Klemmen gar nicht angeklemmt sind, weil ja, wenn kein direkter Kontakt dran ist, dann passiert halt auch nichts, ne? Und das heißt, selbst wenn es richtig rum angeklemmt ist, schwarz an schwarz oder schwarz an Minus, rot an Plus, aber eine Schutzkappe aus Versehen drauf ist, wie das mir jetzt gerade passiert ist, dann kann er auch nichts anzeigen. Vielleicht nochmal so als eine kleine Zusatzinfo.